Ich guck erstmal, was das für einer ist. Oh, das ist sogar ein Vierer, ey. Oh Mann, ey. Da habe ich echt Schiss. Soll ich das machen? Aber da muss ich echt kochen. Ich kann ja bald das Fleisch schon nicht mehr unterbringen, ne? Komm. Ach, 7, ne? Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence hier im Hardcore-Modus. Es wird langsam hell. Oh, da liegt eine Tasche. Ich habe mal schon mal so ein bisschen geguckt, habe festgestellt, oh, ist neblig heute Nacht. Oh, da ist noch eine Tasche. Und, ach, guck mal, hier ist ja richtig was. Einsammeln. Na, komm her. Einsammeln, Täschchen. Ja. Also gerade mal in den Kisten ein bisschen gucken. Ja, das finde ich schon mal gut. Ich habe nur, wenn wir jetzt hier mal gucken, nur 2, 3 Patronen. Da möchte ich aber bitte die 5 schnellstens wieder haben. Sonst führt das irgendwann, früher oder später, zu Problemen. Vielleicht kann ich ja die auch noch holen. Oh! Baumwolle! Ha! Und was gibt's? Sogar Samen! Ist das herrlich? Ah, die bringe ich erstmal weg. Die sind wertvoller als Gold. Siehste, wenn du nicht mitrechnest, ne? Ja, ja. Ja, hatte ich ja schon gesagt, dass ich da jetzt nicht wie verrückt hinterher sein will, noch vor dem Wintereinbruch 5.5 zu bauen, sondern andere. Wir hatten ja mit der Hose angefangen. Ich habe mal geguckt, da braucht man so einiges noch für. Naja. Ich werde auch. Nee, da oben, ne? Hier, guck, noch ein bisschen davon sammeln. Da kann man nämlich auch Wärmepacks machen. Ne, war doch so, oder? Die müssen wir auch ein bisschen haben. Ne, 4 Stück brauchen wir dafür. Deswegen lass ruhig mal überflüssiges Fleisch ein bisschen vergammeln. Mir passiert hat, oder bisher, ich muss vorsichtig sein, ne, kennt ja Murphy, wenn der das hört, ne? Passiert das ja eigentlich selten, dass ich mal so Fleisch aus Versehen, das mir in der Tasche vergammelt oder so. Ja. Also 2 Dinge, die ich mir jetzt überlegt habe. Einmal, dass ich Patronenhülsen machen will. Deswegen habe ich ja schon angefangen, ein bisschen Zinkfragmente zu machen. Und... Ah ja, und die Hose, ne? Ich habe ja hier die... Das will ich parat legen. Ich könnte die schon machen. Also das geht auf jeden Fall schon. Das geht auf jeden Fall auch. Da 12, weiß ich nicht, könnte sein. Dann hätte ich das, ne? Ich traue mich nicht, die weiter aufzuwerten. Höchstens mal die hier, ne? Oder hier. Das sind so Dinge, was mache ich jetzt als erstes? Oder sollen wir mal gucken, ob wir das voll kriegen hier? Und da einen draufpacken? Fehlt da nicht was von 3,5? Ja, sicher, fehlt doch auch was, ne? Ich kann ja nur bis 3. Das heißt, wir müssten eine Batterie machen. Ja, das sind so Sachen, das ist ja verrückt. Gut. Das sind jetzt 5. Was kosten die eigentlich? Moment, die haben wir doch hier, ne? Da wollte ich mal nachgucken. Da oben. 5 Kupfer, 5 Zink und einmal Schrott. Der Rest ist nicht so dramatikalisch. Halbieren. Ein Schrott. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel es gibt. Wie viel gibt es? 5 Stück? Spannung. Wenn es 1 gibt, dann mache ich das nie wieder. Das hat keinen Zweck. Das ist einfach nicht zu schaffen. Kann sein, dass ich das schon mal ausprobiert habe und das Ergebnis vergessen habe. Das wäre ja typisch für mich. 4. 4. Wie viel brauchen wir für einzelne Patrone? 4, ne? Haja. 4. Eine Patrone können wir damit machen. Eine einzige blöde Patrone. Ja. Ich brauche aber 2. Komm, ich mache noch einen. Und dann, ja, geht schon nicht mehr. Guck mal. Ach, das ist alles Kackreiz. Echt. Naja, dann haben wir das hier noch. Sollen wir da mal gucken, ob wir da vielleicht mal... Guck mal, das geht doch wunderbar. 10.
Wir holen einfach hier. Und dann haben wir da erstmal ein bisschen Munition. Aber ich bin das nicht gewohnt, damit zu ballern, ne? Ich brauche das jetzt ja nicht mehr rüberholen. Nehmen wir das neue mal. Wir benutzen gleich den Vorrat von da. So, dann haben wir die Wumme. Dann packen wir das Zeug rüber hier. Ja, die hat, glaube ich, schon ganz schön Wumms. So. Und wo packe ich die denn hin? Auf die 7? Ja, nehmen wir die auf die 7, oder? Ja, wieso nicht? Mach mal voll. Wie, da waren doch schon welche drin. Was haben wir jetzt? 6 Schuss. Ah ja? Why not? Muss ich aber erstmal so ein bisschen mit zurechtkommen. Das ist ein bisschen neu für mich. Das ist so die Andrinas gewesen immer, ne? Erinnert euch daran, einige von euch haben ja bestimmt geguckt, diese Gemeinschaftsabenteuer in Subsistence mit der Gruppe. Und da hat die Andrina oft mit dem Revolver geschossen. Ja, ich habe auch gesehen, heute zufällig, heute am 10.06., wo ich das hier aufnehme, dass sie jetzt nach dem Update auch wieder ein paar Videos gemacht hat. Ich glaube, zusammen mit der... Hä? Dachte, da wäre jetzt... Ich habe so einen Schatten gesehen, habe ich die erschrocken. Ich denke, ist da was? Und ja, geht um die neuen Änderungen. Da wollten sie wohl auch so ein Wasserrohr-Dings da, so einen Wassertank machen. Naja, so... Tja. Was machen wir jetzt? Ich habe so nicht so richtig einen Plan. Ich hatte gerade in der Nacht, ne, ich muss ja immer so ein bisschen warten, bis das hell wird. Da mache ich dann so ein paar kleine Erledigungen. Oben ein bisschen mit Wasser wässern oder düngen und solche Sachen. Und überlege ich mal, gucke in die Schränke, was denn so als nächstes am besten wäre. Und da hatte ich so drüber nachgedacht, vielleicht kann man, um mehr Strom zu machen, ne, falls ich jetzt sage, okay, ich baue eine neue Batterie, damit ich den Strom schneller vollkriege, brauche ich Fett für, um dann den Generator laufen zu lassen. Und dachte, ich baue mir vielleicht irgendwo nochmal so einen Hochstand hin, wo ich dann ganz bequem mit Pfeil und Bogen einen Bär anschießen kann. Der kommt dann ran und dann, dass ich den dann von da aus irgendwie, was weiß ich, auch schon wieder einer drin, einfach... mit der Axt oder so erschlage. Irgendwie sowas in der Art, hatte ich mir so überlegt, ne? Aber den kann ich essen, der ist ja voll im Schrank. Guck mal, du wirst wohl auch vielleicht ein Wärmepack. Da werde ich mir dann später vielleicht so 4, 5 Stück von oder noch mehr dabei legen, falls ich mal ganz doof irgendwie, ne? Ne, wo war das oben? Guck mal, jetzt haben wir hier schon 3 Stück liegen. Ja, und ich muss kochen, aber da habe ich einfach den... Ja. Oh, ich wollte da dran. Reicht das? Nee, ne? Nee. Einfach den Strom nicht für. Guck mal, ist schon wieder voll. Der geht ja nur bis 100, ne? Dann machen wir doch ein paar. Guck mal her. Das kann ich ja hier. Ich habe mich noch nicht umgewöhnt. So. Machen wir noch ein paar mehr. Ach, das reicht so. Tja... Da steht der im Weg. Guck mal, die können wir jetzt machen. Ein Schrott war das, ne? So. 25, ja, machen wir. Ach, dann müssen wir ja... Ah, das mache ich dann einfach hinten dran. Und dann kann ich 2 machen? Jo. Zack, zack. So. So, dann haben wir das schon mal wieder auf Reihe. Ne, die setzen sich ja automatisch dahin. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir die neue Wumme ausprobieren. Soll ich die mal ausprobieren? Wie sieht es eigentlich hier aus? Mach den doch mal einfach an. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist das gar nicht dumm, noch eine Batterie hinzustellen. Wir haben zwar 4, aber ich habe so das Gefühl, wenn mal richtig doof läuft im Winter, dann ist auch schnell mal ein 2. und 3. Mal gestorben. Und dann habe ich andere Sorgen danach, als irgendwie
Batterien zu machen oder so. Deswegen möchte ich ja ganz gerne ganz gut im Voraus sein. Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen auf Tralafitti, oder? Jetzt muss der umdrehen, dieser blöde Wolf. Hau ab! Geh weg! Apropos geh weg, ich habe letztens Video gesehen, Realvideo gesehen, dass die Leute ja hier auch in Deutschland immer öfter mal auf Wölfe treffen. Und ey, das wollte ich auch letztens schon mal ansprechen. Oh Mann, hau ab! Und tschüss! Und da sieht man schon mal so gerade so Spaziergänger irgendwo am Land mit einem Hund an der Leine oder so. Und plötzlich kommt ein Wolf. Und dann hört man immer so die Tierschützer, zum Beispiel auch Andreas Kieling oder so, immer sagen, ja, ach, die Tiere, die halten sich vom Menschen fern und die sind scheu und die laufen weg, wenn die Menschen bemerken und so. Ja, braucht man keine Angst haben, weil ja einige da wirklich Angst haben, ne? Es ist ja so zwei Lager. Einmal die Leute, die sagen, oh, unsere Tiere werden gerissen, das ist ein Schaden. Das ist die eine Sache. Und dann eben auch welche, die Angst haben, so einem Tier zu begegnen. Ganz besonders bei Kindern, dass die mal gerissen werden könnten. Ist das eigentlich richtig, wenn man das sagt? Bei Menschen gerissen. Aber im Prinzip von der Sicht des Tieres ist ja eigentlich dasselbe. Und da sagten dann eben so Tierschützer wie Andreas Kieling oder auch andere, nein, die sind scheu und halten sich fern. Da braucht man schon viel Glück, überhaupt mal einen in der Natur zu sehen, weil die sich zurückziehen. Ja, und dann sieht man jetzt öfter immer wieder mal Videos, wo Leute auf so Tiere treffen und die sind überhaupt nicht scheu. Die kommen an und gucken und kommen ganz nah herbei und dann rennen sie wieder ein Stück weg. Und das ist nichts mit scheu und hauen ab. Gar nicht. Ja, da hatte ich so... Guck mal, der Bär, der steht oben auf dem Felsen. Das ist ja interessant. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Andreas Kieling, den ich übrigens sehr schätze und wo ich mir gerne so mal Berichte und so was angucke von dem, will ich jetzt nicht sagen, dass sie da Quatsch erzählen. So meine ich das gar nicht. Aber irgendwie ist das, aus welchem Grund auch immer, nicht ganz so. Also man kann durchaus, wohl besonders, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, hier in Deutschland auch Wölfe mal treffen, die dann auch mal herankommen. Ich hatte so bei dem Video manchmal den Eindruck, dass der Hund, dass der Wolf eher neugierig war und spielen wollte. Trotzdem, ein wildes Tier. Ich hätte aber auch echt Angst. Und boah, schon wieder. Geht das weiter mit der Elchomanie hier? Ist ja irre. Ist ja verrückt. Und wenn ich jetzt damit... Ich weiß nicht, ey, da habe ich Schiss. Wenn ich da mit zwei Schüssen nicht auskomme, kann ich den Bäm 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 machen? Müsste doch gehen. Ne? Das ist jetzt riskant, wenn ich das erste Mal... Ich gucke erstmal, was das für einer ist. Oh, das ist sogar ein Vierer, ey. Oh Mann, ey. Da habe ich echt Schiss. Soll ich das machen? Aber da muss ich echt kochen. Ich kann ja bald das Fleisch schon nicht mehr unterbringen, ne? Puh. Komm. Ach, 7, ne? Ne. Guck mal, wie viel der noch hat. So, jetzt ist es passiert. Und jetzt? Guck dir das an, der hat noch 130 über. Alles weg. Der Helm, die Weste, die Schuhe, die Jacke, alle Waffen, alle Munition, alles weg. Ich merke mir mal genau, wo der Punkt ist. Ob nicht vielleicht doch, da war nochmal ja der Heiko, der gesagt, doch, ganz kurz ist da, aber da ist nichts. Ja, also hier... Ich habe das irgendwie befürchtet. Und jetzt kommt der Winter bald. Ja, wir haben zu tun, ne? Kommst du jetzt zurück, oder was? Na toll. Machen wir mal den hier. Ach, jetzt ist weg, siehste. So. Und dafür habe ich das gemacht, ne? Hose an. Schuhe an.
Ich habe keinen Pullover. Da müssen wir die Jacke anziehen. Und das geht ja erstmal noch. Ist es ja nicht so heftig. Guck dir das an, ey. Alles weg. Alles weg. Den Scheiß braucht man nicht. Jacke. Dann hier. Wahnsinn. Das war bei der 6. Ich habe sonst hier auch keine Waffen. Jetzt sieht man nämlich erstmal, dass das doch eigentlich gar nicht viel ist, was ich da vorbereitet habe, ne? Oh, weia, ey. Ja, da kommt so ein bisschen was. Ne, da ist kein Totenkopf hier. Nix ist. Ich kann ja mal hinlaufen, aber ja nicht unbewaffnet. Jetzt habe ich 10. Ja, die brauche ich nicht. Au, wei. Kein Gewehr, keine Pistole. Nur die Wumme. Was hat man denn hier immer auf 2? Weil die Pistole da ein Bogen. Ah, muss jetzt nicht. Ich kann ja mal gucken. Aber eigentlich ist das Quatsch, ne? Da müsste ja dann auch der Totenkopf-Ding sein. Ich nehme das Ding mal lieber in die Hand. 72 von maximal 84. Der Elch wird ja wohl abhauen, sollte ich da in die Nähe kommen. Ah, da ist er noch. Guck mal. Ne, und da ist nirgendwo... So, das war doch da, wo der Wolf jetzt ist etwa. Ne, da ist aber nichts. Ich meine, gut, einen Rucksack, den sieht man jetzt auch nicht so gut. Ne, komm, hauen wir ab. Eieieiei. Ich brauche also jetzt schnellstens wieder ein Gewehr und eine Pistole. Was eine Scheiße, ey. Guck mal, da haben wir schon mal so einen Grünling, was schon mal gut ist. Holz ist jetzt nicht wichtig. So. Ach Mann, ey. Kacke. Ich sag ja, Safety first. Ich hätte es lassen sollen. Und wie groß der Schaden ist, das ist wirklich verrückt. Oh Mann. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich mich möglichst gut wieder ausstatte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Pass auf, ich habe ja hier noch ein bisschen Zeug. Zum Glück. Also erstmal... Ich kann es jetzt da nicht sehen. Wie viel nehme ich denn da jetzt? 20. 21. Ja, sind ja immer 7. Und eine Pistole kostet... nicht so viel. 3 Bretter waren das. 4 und 5 Schrott. Ja, nicht 6, aber ist jetzt egal. Mach mal. Und wie sieht's hier aus? Gewehr. Ach, und da muss die aufgewertet werden. Das ist wichtig. 15. Der Rest ist da. Habe ich 15 Eisensplitter? Oh, nee. Das brauche ich schnellstens. Oh, der Schlüssel ist auch weg. Oh, alles weg. Also, das ist... Dat, da merkt man dann, wenn man das vergessen haben sollte, ne? Da kriegt man dann wieder blutig böse gezeigt, dass man im Hardcore spielt. Das ist wirklich total frustrierend. So. Dann hier. Schwuppst. So, da würde ich sagen, bevor ich jetzt... Den Revolver mache ich erstmal, glaube ich, noch nicht, oder? Den habe ich ja nur wirklich nicht lange gehabt, aber der hat mir jetzt auch kein Glück gebracht. Kannst du mal sehen, ne, was der braucht. Aber ich habe ja auch immer gesagt, 2 Stöße hält, schafft man nicht, ne? Ein Stoß vom Elch überlebt man, aber 2... Vielleicht, wenn man hier wirklich bei 125 ist, kann man vielleicht auch 2 schaffen. Aber dann ist das im Eimer. Das ist so. Ja, da kann ich schon mal diese eine Patrone machen vorab. Eine einzige.
Boah. Wie übel ist das? Lass mich noch ein bisschen jammern. Das ist wirklich schlimm für mich jetzt. So, dann brauche ich auch... hier, den Schiene. Mach mal ruhig noch eine. So, da muss ich ja gar nicht mehr rüberholen. Aber wenn man das einmal so angefangen hat, ne? Die kommt dahin. Dann haben wir die. Da oben hatte ich... die immer drin. Was war denn hier? Ich weiß das nicht mehr. Da... Ach so, und dann... Da den Ersatz. So. Den Bogen. Das ist ganz ordentlich mit dem Bogen. So, mach mal ein paar mehr. Und Pfeile. Da brauchen wir das noch, ne? Und hier. Ah, sind die Stöcker weg, ja. Warten wir noch einen Augenblick. So, das sollte dann auch erstmal reichen. Was noch? Ja, dann geht es noch an Kleidung, Ausrüstung. Ich habe die Jacke, die Hose verbessern. Ah. Wäre schon nicht schlecht. Ne, aber vielleicht ist es besser, erstmal die Weste zu machen. Hat mir alles nicht geholfen, ne? So, das kann zurück. Das kann erstmal zurück. Stück. Jacke habe ich ja zum Glück. Ein Pullover wäre auch nicht schlecht. Der war so teuer, ne? Aber was ist jetzt wichtiger? Die Weste? Was bringt die denn an Wärme? 1,5. Und der Pullover? 3. Dann mache ich doch lieber den Pullover. Da brauche ich 10 von. 10. Für den Pullover. Ich weiß, dass ich das nicht rüberholen muss, aber ich mache das lieber, um da Klarsicht zu haben. Hier. Und ein Seil sogar. Ja, gut. Mach ein Seil. Und dann können wir den Pullover machen. Habe ich das jetzt nicht gestartet? Nein, aber jetzt. So, die kommen ja dann hier hin. Ja, wenn ich hier nicht so gespart hätte, hätten wir noch ein viel größeres Problem. Puh. Eieieiei. Hätte ich das doch mal gelassen. Ich sehe schon den Heiko. Das hätte ich dir sagen können, dass das nicht klappt. Ja, hast du aber nicht. Der weiß da immer gut Bescheid. So, 4 sind da noch übrig. Dann haben wir den Pullover. Dann ziehe ich den auch lieber an und stecke den wieder zurück. So, Pullover an. Da bin ich gar nicht so schlecht, ne? Ausgestattet. Die Schuhe, ja, Schuhe müssen wir auch mal bald neue machen. 2 Sehnen. Ach, guck mal, das geht aber. Seil, Stoff. Bevor ich das... na doch... Das ist so schnell passiert. Stoff, Tauwerk, 2 Sehnen, Machschuhe. Komm, besser ist. So, die packe ich dann hier wieder hin. Ah, Mann. Man kann ja den Winter auch überwiegend in den Grotten vorbringen. Da sind immer 2 Grad, ne? Eigentlich? Aber was soll ich da so viel? Ich muss ja auch immer ein bisschen Futter und so besorgen. So, haben wir die auch schon wieder? Wie teuer ist der eigentlich? Da brauchen wir noch 4 davon. Das klappt nicht, ne? 5. Ja. Ich brauche unbedingt noch Baumwolle. Ach man, ist das ärgerlich. So, jetzt haben wir den. Den können wir da schon hinpacken. Jetzt fehlt hier nur noch das Gewehr. Kann ich das schon machen? Weil Gewehr, da möchte ich nicht gern drauf verzichten.
15. Ja, ist bald soweit. Der läuft noch. Ja. Ja, also ich werde jetzt... Ich mach den erstmal aus. Ich werde jetzt nicht eine Batterie machen. Hier haben wir jetzt 3 drin. Da warte ich jetzt erstmal ein bisschen mit. Bis wir wieder munitionsmäßig und ausstattungsmäßig ein bisschen am Damm sind. Oh Mann. Was habe ich an Pfeilen? 8 Stück, ja. Boah. Wie übel das ist. Richtig, richtig schlimm. So. Ja, die Fasern einsammeln, klar. Ist das der dritte Tod oder der vierte schon? Wird immer teurer. Da ist schon wieder eine Blaubeere. Schön lauschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich erschüttert. Das finde ich richtig kacke jetzt. Es geht sowieso so langsam voran und dann das noch. Aber was willst du machen? Ich werde den Teufel tun und aufgeben. Wir spielen das hier, bis ich irgendwann mir kein neues Leben mehr leisten kann. Und dann irgendwann bei 0 Leben im Bett mal den Löffel schmeiße. Solange das auch dauert, auch wenn da Pausen zwischen sein sollten, da ziehe ich so durch. Aber das Einzige, was natürlich passieren kann, wenn jemand ein großes Update kommt, was einen zwingt, neu zu machen. Aber das Spiel, das ist so, ich sag mal, so aufwendig, dass man so lange spielen muss, um irgendwie auch mal voranzukommen und weit zu kommen, auch in einfacheren Einstellungen, dass er sich das eigentlich nicht erlauben kann, ein Update zu machen, wo jeder Spieler gezwungen ist, auf jeden Fall vorne anzufangen. Weil wir sind ja inzwischen jetzt hier in Subsistence so weit, na, wer jetzt nicht wirklich 24 Stunden am Tag Zeit hat zu spielen, der spielt hier wochenlang. Guck mal, ist er, geht weiter. Hm. Bis man da mal auf dem grünen Zweig ist. So. Und hier wieder. Und da. Und die, hat er die jetzt alle? Noch nicht ganz, aber beinahe. Und dann mach mal nochmal weiter hier. Erstmal die. So, die 15. Ich wollte das Gewehr machen, ne? Stoff, Bretter und Schrott. Das haben wir hier alles. Nee, die Bretter fehlen. 4 Bretter. Moah. Ja. Wird das schon dunkel? Tatsächlich, Zeit schon um. Aber ich habe mich jetzt wieder so ein bisschen berappelt. Aber wir müssten das unbedingt... Was kostet der Spaß? Hä? Ah ja, grün. Mhm. 5! 3 Seile! Boah! Aber das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. 5 Stück, 3 Seile, 2 Barren. Das muss ich mir merken. Da müssen wir als erstes zusehen, dass wir da den Punkt rankriegen. Oh, Mann, ey. Ach so, mach mal die Lampe wieder an hier. Da. Boah. Das ist teuer. So, hat das jetzt? Gut, dann mach mal das Gewehr. Mit einer Patrone. Ach man, ey. Aber ich kann kochen, ne? Pass mal auf. Was war denn das noch? Ich glaube Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren. Ach, und die Wasserpullen sind auch weg. Und Wasser? Wasser? Brauchen wir da Wasser für? Ah ne, Wasser nicht. Pass mal auf.
Ah, jetzt muss ich das auch noch abwarten. Nein, das, weil ich ja jetzt hier fertig bin mit der Folge. Ich mache wahrscheinlich noch eine. Ach komm, so. Schnell wieder rein, sonst gammelt mir das weg. Das geht ja schneller als der Schall. Zwei Wasser, ja. Da muss ich auch Wasserflaschen machen, ne? Was kosten die denn? Drei Schrott, zwei Seil. Ja, nicht Seil hier. Da, Zeug. Machen wir zwei Stück erstmal. So. Da geht das Schrott weg, ne? Oh Mann. So. Wie übel. Naja. Jacke habe ich. Ich wollte die. Achso, das sind die. Wie war das noch mit der. Mit der besseren. Ah, ne, hier. Da. Das schaffe ich nicht. Fünf. Was kosten die eigentlich? Lass mich doch mal schnell gucken. Fünf, die kosten drei. 15. Wie viel haben wir hier? 4. Oh, jetzt wird es duster. Ah, Zeit ist um. Das gibt jeweils 3, wären 6 und 4, 10. Hm. Oh Mann. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen Baumwolle finden. Jagen ist jetzt erstmal vorläufig nicht angesagt. Also können wir schon mal Wasser holen. Das machen wir noch schnell. Ja. Tja. Was haltet ihr davon? Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Frustig alles hinschmeißen? Ah. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Und nächstes Mal seid wieder dabei. Dann geht's weiter. Bis dann. Bye, bye, tschüssi.